Erstmal waren die Mitarbeiter ja froh und stolz, dass sowas angeschafft wurde. Da hat sich auch jeder reingekniet, weil es ist was Neues. Boah, wir gehen halt mit der Zeit. Wir kriegen eine CNC-Maschine. Wir stehen vor der Maschine Schüco AF210. Und natürlich ja, hatte man erstmal ein bisschen Muffe, ob das überhaupt klappt und alles. Ne? Aber ist relativ einfach zu verstehen alles. Schneller auf jeden Fall. Besser, naja, gut waren wir immer schon. Klar waren am Anfang auch Schwierigkeiten. Wenn man ein neues Auto kauft, hat man auch irgendwo mal ein paar Schwierigkeiten. Da sind wir auch alles Neulinge auf dem Gebiet. Das ist unsere erste, wahrscheinlich auch die einzige. Also so eine Maschine, die ist schon sehr tief verankert in der kompletten Digitalisierung bei Schüco. Das heißt, ob es jetzt losgeht mit der Ansteuerung, wenn die Maschine mal einen Service braucht. Das heißt, der Kunde lebt diese Digitalisierung schon Tag ein, Tag aus mit. Wenn wir ehrlich sind, konnten wir eigentlich die ganze Zeit schon ab dem Tag, wo die Maschine hier stand, darauf fertigen. Zwar haben dann die ersten Türen dreimal so lange gedauert wie manuell, aber wir haben sie denn doch hinbekommen. Also das Hauptaugenmerk bei so einer kleinen Maschine war wirklich der Platz, weil die meisten kleinen Metallbauer, die haben halt so gut wie gar keinen Platz. Ne? Die kommen aus einem kleinen Betrieb mit einer kleinen Halle, vielleicht auch sogar Garage. Und da lag natürlich das Augenmerk darauf, dass man sagt, okay, wir müssen alles in den kleinsten Bauraum, wie es nur geht, reinstecken. Das heißt, die ganze Technik, die man halt auch bei einer großen Maschine findet, findet man halt auch bei einer kleinen. Es erspart Arbeitszeit, definitiv. Die Genauigkeit ist super. Und es ist ja auch für die Mitarbeiter toll, auch in einem kleinen Betrieb an einer CNC-Maschine zu stehen. Deswegen macht halt die Maschine auch einen kleinen Betrieb groß.